Hallo liebe Leute, wir haben heute den Mitgründer und Vorsitzenden von DiaData eingeladen, den Michael Weber. Er wird uns heute seine Open-Source-Plattform für Finanzdaten vorstellen. Und ja, es klingt nämlich schon alles ganz gut. Aber Michael, vielleicht kannst du jetzt noch mal ganz kurz umreißen, wie können wir uns das denn genau vorstellen? Liefert die Community dann Finanzdaten an die Community oder wie funktioniert das? Vielen Dank, Dana, dass ihr uns habt, um gleich dort reinzuspringen. Mit DiaData seit 2018 bauen wir ein Modell, das wir mit dem Wikipedia für Finanzdaten umschreiben. Was das genau bedeutet ist, wenn du auf der Suche nach einer Finanzkennzahl bist, sei das Wirtschaftswachstum Deutschland, der Preis von Bitcoin, werden diese Daten nicht wie bei Bloomberg oder anderen Providern zentral mit einem Inhouse-Team generiert, sondern wie bei Wikipedia durch eine Community, die sich dann auch offen darauf einigt, was der richtige finale Datenpunkt ist. Wir bauen das seit genau gut 2 Jahren auf, sehr große Datencoverage für Digital Assets aus der Community, DeFi Assets, allerdings nicht limitiert auf Kryptos, auch andere Assets wie Equities, Bonds, Derivative Daten werden darüber abgegeben. Okay, ich verstehe. Also es ist alles dezentral organisiert. Gibt es da eigentlich dann eine zentrale Instanz, die den Leuten so ein bisschen auf die Finger schaut? Oder wer verifiziert denn dann diese ganzen wertvollen Finanzdaten? Auch hier haben wir von Anfang an auf ein dezentrales Modell abgezielt und das auch rechtlich sowie produktseitig wirklich umgesetzt. DIA ist ein Verein in der Schweiz, hat keine Aktien an sich und auch die Entscheidungsgewalt liegt im Endeffekt komplett bei den Mitgliedern. Das geht so weit von Governance-Elementen, dass Mitglieder jetzt zum Beispiel mich, den Vorstand, ablösen könnten, ersetzen könnten, wenn sie unglücklich mit unserer Arbeit wären. So viel auf Governance-Ebene, die verteilen wir auch sehr stark, gerade in einem Offering. Auf Produktebene ist es genauso dezentral. Das bedeutet jetzt zum Beispiel die Entscheidung, was ist der korrekte Bitcoin-Preis in Euro, wird definiert wirklich durch eine Community von Entwicklern, die sich an dem Bitcoin-Beispiel jetzt ansehen, was sind die Quellen, was ist die beste Möglichkeit, das zu kalkulieren und mit einem Konsensus dann entscheiden, wie dieser Datenpunkt aussehen sollte. Mit DIA, da das ein komplettes Open-Source-Modell ist, diese Entscheidungen dezentral getroffen werden, sind diese Entscheidungen auch komplett Open-Source und Blockchain ist auch noch genutzt, um sie quasi abzuspeichern und abzusichern. Okay, verstehe. Also dann ist es vom Prinzip, also es läuft über die Blockchain. Welche Blockchain ist das jetzt? Wir haben alles auf Ethereum aufgebaut, Schweiz auch im Zug ansässig, dann im Ökosystem. Genau, große Fans auch persönlich, sowohl von unserem Tech-Team als auch ich. Habe damit 2014 angefangen. Und auch für den DeFi-Space sehe ich Ethereum, auch unser Tech-Team und die Community, als das Beste, weil Go-to-Market einfach extrem effizient und schnell möglich sind. Im Vergleich zu jetzt eher geschlossenen proprietären Datenbanken. Aber auch in die bauen wir, sodass diese Daten auch in anderen Blockchains genutzt werden. Seid ihr eigentlich auch im Crypto Valley lokalisiert? Oder? Ja, unser Verein sitzt in der Schweiz und wir haben das auch bewusst entschieden, da die Schweiz, wenn es um Governance Tokens, also ein Tokenmodell, das in unserem Produkt inkludiert ist, das diese Entscheidung trifft, eine der einzigen Jurisdictions ist, wo man ein Token wirklich mit Rechten verknüpfen kann, also Voting-Rechte, Mitgliedschaftsrechte. Das sind Entscheidungen, da sind vor allem der Schweizer und europäischen Regulatoren extrem weit, auch in Asien. Amerika hinkt, wenn es um Governance-Tokens extrem hinterher, aber selbst zum Beispiel ein ETF auf Bitcoins oder Security-Tokens ist in der amerikanischen Jurisdiction sehr schwierig. Also wir sind in diesem Crypto-Valley da embedded, aber haben jetzt einen Fokus nicht nur auf Europa, einige Zeit in Asien, letztes Jahr eine Community aufgebracht und auch hier hat nicht die Idee, nur europäisch oder schweizerisch zu sein, sondern es wirklich global auszurichten. Ich würde gerade nochmal den Bogen ganz kurz zur Community schlagen. Also du hast quasi gesagt, ihr, also die Entwickler und ein Team von DiaData entscheidet über, also verifiziert im Prinzip diese Daten? Also unser Team steht da komplett gleichwürdig jetzt mit einem einzigen Entwickler, der einen Datenpunkt entwickelt. Der Prozess ist so, jemand sagt, ich brauche Daten, nehmen wir jetzt zum Beispiel Maker Current Rates oder Compound Lending Rates.
Die Community, so wie wir, suchen nach den besten Quellen. Die Entscheidungsfindung, wie jetzt Compound Landing Rates berechnet werden, wird in der Community entschieden, auch validiert, was dann rauskommt. Also ein bisschen wieder wie Wikipedia. Wenn man schaut, wie viele Einwohner hat Berlin, wird dort eine Community entschieden haben, was der richtige Datenpunkt ist. Okay. Wikipedia erinnere ich mich zum Beispiel, da gab es eben diese Krawall, also diese sogenannten Krawallmacher im Internet. Da hat sich eben eine gewisse Herrschaft des Mobs entwickelt, dass Leute dann die doch, also den quasi dadurch, dass es nicht reguliert war durch eine zentrale Instanz, dann falsche Sachen geschrieben haben, irgendwelche Missinformationen verbreitet haben. Das könnte bei euch dann also nicht passieren. Also was gerade zentrales Datenhandling bei Finanzdaten extrem schwierig macht, sind die ganzen Angriffe, die in diesen geschlossenen Datenmodellen passieren. Ein bisschen diese Wikipedia, vielleicht gerade mal mit so einem Brockhaus in Deutschland entgegenzusetzen. Auch in so Silos sind natürlich Fehler drin und noch viel gravierender, wie zum Beispiel bei LIBOR gesehen. Diese Datensilos werden immer wieder genutzt, um entweder Informationen, Benefits daraus zu schlagen oder eben ganz bewusst auch Manipulationen zu betreiben, wie jetzt LIBOR ist das größte Beispiel davon. Mhm. Sachen können bei uns in der Tat nicht passieren, beziehungsweise wenn sie passieren, sind sie mit einem Klick transparent darstellbar, was dort genau passiert ist. Wir maßen uns nicht an zu sagen, das ist immer der richtige Datensatz, das ist der richtige Durchschnittspreis. Aber was unser Modell eben zeigt, ist eine perfekte Open-Source-Antwort auf die Frage, wie bist du eigentlich zu diesem Datenpunkt gekommen und zu diesem Ergebnis, und Blockchain genutzt, um einmal diese Integrität eben auch herzustellen. Ich verstehe. Interessant. Und da hast du ja jetzt auch gerade vorhin dann den Compound-Token erwähnt. Und bei euch läuft die Incentivierung ja über den DIA-Token, ne? Also es ist dann auch ein Governance-Token, also hat er ja auch gewisse Sachen mit dem Compound-Token gemeinsam. Und da hat der ja natürlich im Juni das ganze DeFi-Ökosystem komplett aufgemischt. Leute wollten dann eigentlich nur noch Teil an dem Protokoll, also im Protokoll mitmachen, um diesen Token zu bekommen, weil der Token am Ende einen höheren Wert hatte als die Kryptowährung, die sich da geliehen und verliehen haben. Hättet ihr da irgendwie Sorge, dass sowas bei euch dann auch passiert? Weil sowas ist natürlich auch langfristig gesehen vielleicht nicht unbedingt nachhaltig, oder ist das gar kein Problem? Das ist, dieser Boom in Governance-Tokens ist auch für uns ein Problem. Wir haben aktuell ein Offering, das natürlich auch diese Themen tangiert. Das wird dort auch sehr, sehr leicht in den Kontext gesetzt. Ich glaube, das Grundlegende, was wir bei unserem Governance-Token anders machen, ist sehr spezifisch darauf zu achten, was ist rechtlich möglich und wie können wir das mit dem Token verbinden. Eine Menge der Governance-Funktionen, die ich gerade in Tokens rein versprochen sehe, sind einfach schwierig rechtlich haltbar. Von Votings bis zu rechtlich bindenden Mitbestimmungsrechten bis zu rechtlichen Aktienbesitzen. Ich glaube, hier unterscheidet sich unser Token sehr spezifisch, da er einfach kritisch wichtig ist für das Produkt und für den Verein, also die Plattform in sich selbst. Das unterscheidet ihn etwas versus Compound oder eine Reihe von anderen Governance-Tokens, wo er eher ein Sekundärprodukt basierend auf dem Initiellen ist und vor allem auch weniger direkte Rechte eigentlich dem Tokenholder gibt. Ach so, aber ich nämlich gedacht habe, dass bei euch ist es ja auch, um Mitspracherecht zu generieren, oder nicht? Mitspracherechten, aber es hat auch gewisse rechtliche Limitationen. Also ein Tokenholder kann zum Beispiel nicht direkt die Statuten der Association ändern. Ein Tokenholder kann auch nicht direkt jetzt zum Beispiel Entscheidungen nehmen, wie ein spezieller Datensatz aussieht. Andere Governance-Tokens ermöglichen eben meines Ermessens nach, das ist eine persönliche Meinung, auch sehr große Angriffe mittelfristig dann auf das Produkt selbst und auf die. Bei uns ist es eher für die Wahrung der Integrität. Interessant, ja, anderer Anspruch. Und ich habe da noch, ist mir gerade jetzt eingefallen, wie, vielleicht nochmal so ein paar Fakten zu dem Token an sich. Also ist der gepremined? Wie viel Prozent gebt ihr davon an die Community raus? Wie viel Prozent haltet ihr selbst, beziehungsweise DIA Data? Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen. Absolut. Der Token genau ist der Kern unseres Produkts. Der Großteil des Tokens, über 50%, liegen in dem Verein selbst, auch locked up. Daneben sind wir gerade dabei, Governance durch ein Token-Offering
auch eben gerade zu distribuieren. Das sind von der totalen Summe von 200 Millionen Tokens, die pre-mined sind, auf Ethereum 30 Millionen Tokens, also 15%, die wir eigentlich an Governance gerade im Rahmen eines Offerings distribuieren. Der Rest der ganzen Tokens, sowohl Team als auch Investoren, alles locked up. Wen da die Details interessieren, auf unserer Medium-Page haben wir einen Transparency-Report mit allen Tokenholders, die Holding-Periods und Amounts auch aufgeführt. Okay, verstehe. Und gerade dazu ist mir nämlich noch die nächste Frage in den Kopf geschossen. Und zwar, ihr habt eine ganz besondere Sache, die mit eurem Token in Zusammenhang steht, und das ist diese Bonding Curve Distribution, also ein ganz spezieller Ausgabemechanismus, von dem ich vorher jetzt noch gar nicht so richtig was gehört habe. Und ich habe gelesen, also der Preis der Token wird durch das Angebot bestimmt, also je mehr Token verteilt werden, desto höher ist der Preis. Bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber vielleicht wäre es ganz nett, wenn du da noch einmal das an einem direkten Use Case erklären könntest, vielleicht sogar am Diadata Use Case, was genau diese Bonding Distribution ist. Genau. Eine Bonding Distribution ist, wie du schon sagtest, einmal eigentlich ein Matching von Angebot und Nachfrage. Das macht das komplett automatisch durch ein Smart Contract. Und wozu das eigentlich dient, ist ein kritischer Bestandteil von Unternehmen wie uns mit einem Utility- und Governance-Token, ist ein Marktpreis für so ein Token identifizieren. Aus dem klassischen Finanzgewerbe, wo ich auch gearbeitet habe, würde man lange Cashflow-Modelle machen, das versuchen zu diskontieren oder Roadshows machen. Eine Bonding Curve im Endeffekt ist technisch gesehen ein automatischer Market Maker und für Finanzen gesehen im Endeffekt ein Tool, das sehr gut einen Preis für jede Art von Assets, ob jetzt unser Token, ein Auto oder eine Immobilie identifiziert. Und woran liegt es, dass nicht schon mehr Unternehmen oder Organisationen diese Bonding Distribution benutzen? Es ist technisch wahnsinnig komplex. Es ist tatsächlich eine Limitation von Ethereum, dass hier spezifisch, um jetzt mal reinzugehen, Integrale nicht ohne Stufen berechnet werden können. Das bedeutet, es sind recht komplexe mathematische und algorithmische Kalkulationen, die noch nicht komplett dargestellt werden können. Es sind jetzt rund 20 Bonding Curves auf uns draußen, fängt gut an, und das ist auf jeden Fall ein kritischer Baustein für DeFi. Es bringt dezentrale Börsen zusammen mit im Endeffekt Market Maker, die automatisch Preise und Volumen im Endeffekt regulieren, mit Apps und Organisationen wie uns, die Governance verteilen wollen. Das Ganze hat immer noch einige Flaws, X-Komplex aufzusetzen, aber meines Erachtens nach wesentlich interessanter und auch fairer als so ein klassisches ICO-Modell. Vielleicht noch die Spezialität dazu ist, man kann in diesem Market Maker eben nicht nur Tokens kaufen, sondern auch sofort wieder verkaufen. Mhm. Das wirkt vielleicht etwas skurril für ein Offering, wo man versucht, einfach Sachen zu verkaufen, aber die Idee ist hier wieder, dass sich Angebot und Nachfrage einfach über eine Zeitperiode finden und Leute, die nicht happy sind oder eben auch einfach nur spekulieren wollen, was auch ein Teil davon ist, sofort wieder rausgehen aus. Okay, aber der Token an sich bietet sich dann also nicht, also du hast gerade das Wort fairer in den Mund genommen, das heißt, der Token ist dann nicht super spekulativ oder ist der dann sehr volatil oder ist es dann irgendwie gesteuert, der Preis dann wahrscheinlich? Der Preis ist von dem Algorithmus gesteuert, aber er ist sehr stabil. Also man kann sich das in unserem Offering gerade anschauen, es bewegt sich genau im Endeffekt wie prognostiziert. Das nimmt so ein bisschen, kann die Spannung ein bisschen rausnehmen, aber es ist für eine Organisation wie uns natürlich super, da weniger Volatilität drin zu haben und mit dem Preis genau. Dann auch ab. Ja, da hast du völlig recht. Und genau, dann war doch dieser Punkt Angebot und Nachfrage. Klar, okay, für die meisten ist vielleicht Angebot und Nachfrage. Wenn ich jetzt irgendwie ein Kritiker wäre, würde ich sagen, ja gut, und wie unterscheidet sich das jetzt von dem klassischen Schneeballsystem, Pyramidensystem, für das zum Beispiel Bitcoin von Experten manchmal gehandelt wird? Also ein Schneeballsystem basiert ja darauf, dass im Endeffekt immer mehr Geld in den Zyklus reinfließen und es vor allem nicht genug Collateral gibt, um es abzuziehen. Von einem bekanntesten Schneeballsystem. Eine Bonding Curve ist anders. Es hält im Endeffekt immer genug Collateral, dass jede Person und jeder Euro, der dort reinfließt, auch tatsächlich in diesem Algorithmus gehalten ist. Und selbst wenn alle wieder verkaufen wollten,
die ganze Kurve sich zurückentwickeln würde. Also es kann niemals wie im Schneeballsystem eine Oberkollateralisierung passieren mit Assets, die nicht da sind. Alles klar, okay, gut. Das ist gut, dass du das mal, dass du da den Unterschied nochmal erklärt hast. Und ja, genau, also Michael, ich habe letztens eine Pressemitteilung von euch gelesen. Da hast du gesagt, gut, DeFi-Anwendungen sprichst du großes Potenzial zu. Du hast, also der Markt ist ja mittlerweile, ich glaube, das gebundene Kapital liegt bei 5 Milliarden US-Dollar, extrem rasant angewachsen in den letzten Wochen. Und da werden natürlich auch viele kritische Stimmen laut. Also einige Analysten nennen es den ICO mit Neuanstrich oder die gefährliche Bubble und so weiter. Was muss denn passieren, damit die Branche auch ihr Potenzial langfristig ausschöpfen kann? Also da seid ihr ja auch besonders mit involviert, weil ihr diese Dateninfrastruktur für DeFi auch liefert. Ganz genau. Und wir sehen Daten für Decentralized Finance, aber auch klassisch Centralized Finance natürlich als den Kerntreiber von im Endeffekt einer Wertschöpfung, wo jeder auf der gleichen Basis aufbauen kann. Wie du sagtest, DeFi ist gerade ein enormer Hype mit Assets, die so an den 5 bis 6 Milliarden liegen und täglich mehr werden, plus auch immer mehr Protokolle, die einfach ein Compound-ähnliches Modell anbieten. Das bildet natürlich ein paar systeminhärente Risiken. Um jetzt zum Beispiel Loans zu nehmen, muss man sich wieder zurückgehend fragen, wie diese ganzen Backings dieser hohen Interest Rates gehalten werden. Aber noch wichtiger für die ganzen Milliarden, die dort jetzt reinfließen, ist natürlich eine transparente Datengrundlage extrem kritisch. Und bei DeFi versus zum Beispiel unser normaler Aktienaccount oder irgendeine Banktransaktion gibt es auch eben keine Möglichkeit, Transaktionen zu stoppen, zurückzudrehen oder irgendwelche Art von Hacks zu mitigieren in der Form, wie das klassisch möglich war. Also es ist angreifbar, es ist wachsend, aber es ist eben auch extrem innovativ, da es meines Ermessens nach in ein bisschen das Herz eigentlich vom klassischen Finance reingeht, in die ganzen Clearing-Mechanismen, wo hunderte Leute sitzen, manuell Transaktionen setteln und klären, horrende Kosten anfallen. Oder für das Beispiel, das gerade gehypt wird, Loans, bei einer klassischen Anfrageprozesse von Wochen und zentralen Datensourcen im Endeffekt da sind, um mal dieses Vertical im Endeffekt aufzubauen oder eine Haushypothek zu bekommen. Das ist was, das löst dieses Produkt ohne Mittelsmänner technisch extrem transparent und eigentlich nicht hackbar. Also Potenziale dafür sind enorm, wirklich in das Herz von Finance vorzudringen. Und das sieht jetzt wieder mit Kryptos, meines Ermessens nach, Krypto-Loans als Underlines eine erste interessante Stufe, ist dann aber vor allem für andere Assetklassen, Derivate, ETFs, strukturierte Produkte. Verstehe. Ja, also es ist schön, dass du da gerade auf Verlässlichkeit, Transparenz, also super relevante Faktoren. Und das ist natürlich bei DeFi jetzt auch gerade mit diesen, was liest man da, Traumrendite, total versagen und alles Mögliche, also 100% Rendite, manche sagen 200% Rendite. Da geht es ja auch immer um dieses Yield Farming, ne? Und was denkst du denn darüber? Wie bewertest du das? Also die Renditen, die du eben angesprochen hast, sind mir da ein Dorn im Auge, denn klassisch, ich investiere jetzt seit 20 Jahren, wenn Renditen so hoch versprochen werden, ist meistens ein Haken dran. Grundlegend, die Technik dahinter ist hochinteressant. Es sind eigentlich Loans, die kein Default-Risiko haben. Dahinter steckt das Ganze und über dem kann man tatsächlich auch höhere Zinssätze bezahlen. Es hat allerdings jetzt auch schon Boom generiert, wo extrem viele Syndikate von Compound etc. generiert wurden, wo teilweise doch mal genauer drauf werden, geschaut werden sollte, wie diese enormen Interestversprechen genau gedeckt sind. Also ich kann da jedem nur raten, bei den Großen sehr viel Audit und Sicherheit drin, aber bei enormen Renditeversprechen über Yield Farming muss man sich halt auch fragen und vor allem einarbeiten und das verstehen, woher das überhaupt kommt. Ja, das wird sich auch, glaube ich, in den nächsten Jahren wahrscheinlich zeigen, wie sich das entwickelt. Dieser Space, siehst du denn da die Entwicklungen? Also wo siehst du die größten Potenziale in dem Bereich? Da gibt es ja D-Apps, dezentrale Apps, verschiedene Anwendungen. Ich denke tatsächlich Structuring von Finanzinstrumenten.
Anwendungsbereich. Jetzt sind das gerade Loans mit diesen ganzen Flash-Loans und Yield-Farming. Es gibt schon erste Gehversuche in Richtung so BlackRock-ETFs, eigentlich in so einen DeFi-Smart-Contract zu setzen. Mhm. Auch das würde den Zugriff sehr einfach machen. Aber eben auch klassische Zertifikat-Investments, Aktien-Investments. Da denke ich wirklich, liegt langfristig das größte Potenzial. Und das hat auch meines Ermessens, wie das Fintech-Banken geschafft haben, so ein bisschen dieses normale Bankkonto zu attackieren von den klassischen Banken. Das Potenzial eher diese Prozesse dahinter, die oft in Blockchain rein interpretiert wurden seit diesem Boom 2018, dass es im Middle-Back-Office so rechtliche im Endeffekt Prozesse substituiert. Das fängt damit meines Erachtens nach jetzt gerade richtig an. Ja, und dann darüber hinaus jetzt so Security-Token und Stablecoins, bist du da auch ein Fan von oder eher kritisch? Security-Tokens, auch dran gearbeitet, ein großer Fan, allerdings hat sich da die Marktakzeptanz auch noch nicht so wirklich eingesetzt, muss man realistisch sagen. Und das hängt halt auch immer mit dabei zusammen, was die Underlines sind. Aber all diese Tokenformen, Security-Tokens, und jetzt für Berliner Equities, wie das populär ist, Derivate, geht darauf zurück, dass natürlich dieses Ökosystem abhängig ist von den richtigen Preispunkten wieder. Insofern ist das für uns die Bewegung in Trading, Security-Token, Yield-Farmings eigentlich nur gut zu sehen, wenn all diese Modelle basieren darauf, dass sie einmal die korrekten Datensätze reingeliefert bekommen, aber auch nachvollziehbar machen, wo diese Daten herkommen. Und je mehr Assets hier reinfließen, gerade bei Security, braucht es natürlich auch 2 bis 3 Datenquellen. Also es macht auch gar nicht Sinn, dann jemanden mit IA oder Google zu nehmen, sondern man muss ja auch aus Sicherheitsstufen dann mehrere Quellen einbauen, gerade wenn man den Stecker eben nicht mehr ziehen kann, wie in DeFi und Security Tokens. Das finde ich sehr positiv. Adoption passiert da ein bisschen anders, als ich es persönlich dachte. Ich dachte, Security Tokens passiert sehr schnell, eher langsam, DeFi und Lending jetzt sehr schnell. Aber meines Erachtens ein großer Umbruchpunkt mit DeFi gerade, um diese Mass Market Adoptions weiterzubringen. Aber als ein letzter Satz dazu, was wir gerade merken, was auch noch kritisch fehlt, ist einfach sehr gute User Experience. Wenn man 5 Sub 30 Euro Gas zahlen muss, verwirrt man die meisten User. Uniswap etc. geht da schon einige sehr gute Schritte und ich glaube, das fehlt auch noch aus diesem Ökosystem eine sehr nutzerfreundliche User Experience. Das war auch ähnlich meine Erfahrung, dass es halt teilweise daran scheitert. Und jetzt ist es natürlich schön, aber dann auch, was du jetzt gerade vorher erzählt hast, dann ist natürlich Diadata irgendwie auch ein richtig wesentlicher Baustein, der da noch fehlt. Was kommt denn da jetzt eigentlich als nächstes bei euch? Ich meine, wie lief jetzt, im 3. August war eure Token-Ausgabe, wenn ich richtig liege. Wie lief's? Was passiert als nächstes? Genau, sind noch mittendrin in der Bonding Curve. Es läuft sehr gut und es läuft wie geplant. Insofern, dort geht es erstmal weiter, das Finalisieren, dann diese Tokens an die Community auch distribuieren. Aber das hat auch sehr stark vom Produkt und der Weiterentwicklung etwas defokussiert, dieses Online-Fundraising, darauf vor allem liegt ein größerer Fokus. Für den DeFi-Space genau stellen wir der Community schon so ziemlich alle Datensätze bereit. Eines der nächsten Projekte sind statistische Warehouses, also in Deutschland zum Beispiel das Statistisches Bundesamt auch in solche Sachen einzubinden und andere mehr öffentliche Quellen. Und Datenquellen eben auch wirklich dieses Wikipedia-Versprechen, das eben nicht nur jetzt Spezialdaten zu DeFi und Bitcoin haben sollte, sondern auch eine größere Breite noch an Daten bereitzustellen. Aber das wieder sehr stark aligned mit dem, was wir als Community-Feedback bekommen. Nicht 10 Personen in-house, die das entscheiden, sondern noch ein wesentlich stärkerer Fokus von dem, was wir hier jetzt auch versprechen, Distribution of Governments, darauf dann eben auch sehr stark zu liefern. Das klingt super. Und habt ihr jetzt schon eine Website, wo ich jetzt als Benutzerin theoretisch schon mal raufgehen könnte und mir das anschauen, oder kommt das noch? Ja, wir haben eine Website, gerade alles auch also wieder sehr stark. Also Wikipedia dann auch, ne? Also, genau, das Wikipedia. Der beste Startpunkt dafür ist diadata.org. Von da aus kommt man weiter zu
allen Arten von Assets, Möglichkeiten, selbst Daten über unsere Community zu sourcen oder auch schon vorhandene Daten zu nutzen. Ja, ja, und jetzt vielleicht noch abschließende Frage, wenn du jetzt irgendwie 10.000 Euro hättest, würdest du es in Bitcoin investieren oder würdest du eher auf Altcoins setzen? Ich würde es tatsächlich gerade eher auf Altcoins investieren, habe auch vor einiger Zeit wieder Ethereum ein bisschen nachgekauft, das war auch eine gute Entscheidung. Allerdings neben genau den ganzen Ethereum-Transactions habe ich auch das Gefühl, die Sidechains, Tezos, ein paar andere Blockchain-Infrastrukturen holen gerade sehr stark auf. Ja. Auch dafür ein paar interessante Use Cases. Ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Willst du noch irgendwas loswerden? Nee, das war's soweit. Wir freuen uns, wie gesagt, auf Feedback, Kritik, Input von allen Seiten. Auch wir versuchen da ständig dazu zu lernen. Insofern besten Dank für die Möglichkeit, das hier mal zu präsentieren, die guten Fragen. Und jeder, der mehr Interesse hat, versucht, unsere Website auszuchecken. Cool, also ihr habt's gehört. Super, das war's dann schon.